Keine Rock'n'Roll-Tour der 50er Jahre hat sich tiefer ins kollektive Gedächtnis eingegraben als die Winter Dance Party 1959, aus traurigem und damit dem falschen Grund, wie der Chicagoer Musikjournalist und Rockhistoriker Bill Dahl betont. Statt die spannenden musikalischen Großtaten einer Gruppe charismatischer und talentierter Youngster zu feiern, die durch den kalten verschneiten nördlichen Teil des mittleren Westens reisten und damit den Rock'n'Roll heldenhaft ins Hinterland trugen, wurde sie nicht erst mit Don McLeans 1971 Hymne American Pie, reduziert auf The Day the Music Died, den Tag, an dem die Musik gestorben ist. Dabei ist die am 23. Januar 1959 im Million Dollar Ballroom in Milwaukee, Wisconsin gestartete Tour aus vielerlei Gründen denkwürdig. Sie führte vier Sensationen des noch jungen, als aufsässig geltenden Rock'n'Roll zusammen. Buddy Holly, 22, der Stadt mit seinen Crickets mit Gitarrist Tommy Elsup, Bassist Waylon Jennings und Drummer Carl Bunch auftrat, den ersten Latino-Rocker, der es in den US-Mainstream schaffte, Richie Valens, 17, J.P. Richardson alias The Big Bopper 28, und die zum Trio verkleinerte New Yorker Doo-Wop-Band Dion and the Belmonts. Die Tour war gnadenlos durchgetaktet, ohne freien Tag, und führte zur unwirtlichsten Jahreszeit durch die unwirtlichsten Gebiete der USA. Am 12. Tag folgt die Katastrophe. Am ersten Abend fiel im Tourbus die Heizung aus, dazu blieb dieser nachts immer wieder ganz liegen, was Hollys Schlagzeuger am 1. Februar zum ersten Winterparty-Opfer machte. Mit Erfrierungen an den Füßen musste er stationär ins Krankenhaus. Eine Matinee fiel deshalb flach, am Abend hielten sich die Rock'n'Roller aber schon wieder ans ewige Showbiz-Mantra The Show Must Go On. Und übernahmen abwechselnd die Drums bei Buddy Holly's Tattle Bidderdy, Oh Boy, Piggy Sue oder It's So Easy. Nach dem Konzerttext darauf im Surf Ballroom in Clear Lake, Iowa hatte der geniale Texaner mit der dicken Brille die Schnauze voll, um sich eine Nacht in einem Bett aufwärmen und die verschwitzten Bühnenoutfits waschen zu können, beschloss er. Nach Moorhead, Minnesota zu fliegen. Das führte nach nicht mal der Hälfte der dreiwöchigen Tour zur Katastrophe, der Flieger stürzte ab, riss die drei Stars in den Tod. Die Tour war damit aber keineswegs zu Ende. Und die Hits erwiesen sich als unsterblich. Zur Würdigung ihrer verstorbenen Freunde machten die Überlebenden weiter. Frankie Sado sang Valens La Bamba und Donna Jennings übernahm Hollys Part. Am Abend nach dem Crash sprang auf einen Radioaufruf hin der 15-jährige Bobby wie aus Fargo mit seiner Rush. The Shadows benannten Schülerband ein. Die Verunglückten inspirierten die Beatles, Stones, Bruce Springsteen, Los Lobos, Weezer und Led Zeppelin.
Ihre Tragödie-Songs wie Herschel Armens The Great Tragedy, Eddie Cochran's Three Stars oder Ray Campy's Ballad of Donna and Peggy Sue sowie Spielfilme wie 1978 Steve Reschs The Buddy Holly Story und 1987 Louis Waldes La Bamba. Dass die Musik auch mehr als 60 Jahre danach weiterlebt, dazu tragen jetzt zwei neue Compilations bei, The Great Tragedy, Winter Dance Party 1959 und Richie Valens Rocks von Bear Family Records. Das Album zum 1941 in La geborenen Richard Valenzuela umfasst alle in nur etwas mehr als 8 Monaten entstandenen Hits des Sängers und Gitarristen samt Demoaufnahmen aus Bob Keenes Home Studio und zwei grässliche Tribute-Songs. Zu denen Richies große Liebe Donna Ludwig wohl ihr Vater gezwungen hat. Die zweite CD umfasst 40 Titel aller an der legendären Tour Beteiligten, Interviews und Werbetrailer mit Holly, Valens, Big Bopper sowie Tributes an die Verunglückten. Die informativen Booklets auf Englisch schrieb Bill Dahl, die zahlreichen Fotos von Auftritten kurz vor dem Unglück fügte Sven Uhrmann ein. Die Winter Dance Party wurde so noch nie aufgearbeitet. Sagt Nico Feuerbach, bei dem renommierten Wiederveröffentlichungslabel auf Musik der 50er und 60er spezialisiert. Der Rock'n'Roll war nie tot, meint er. Also gibt es kein Revival. Aber, was die Jugend angeht, so würden wir uns natürlich freuen, wenn etwas aus dieser Zeit bei denen hängen bleibt und wir sie neugierig machen können.